Test, Test, Test. So, jetzt fangen wir mit dem OpenStreetMap-Quiz an. Das wollte eigentlich der Peter Barth. Das OpenStreetMap-Quiz, das diesjährige, wollte eigentlich, hat der Peter Barth vorbereitet, so wie die letzten Jahre auch. Aber er kann leider nicht hier sein und hat mich deswegen gebeten, das Quiz mit euch zu spielen, was ich natürlich gerne mache. Das Quiz läuft so, wie es in den letzten Jahren auch lief. Wir haben eine Plenumsrunde, in der wir einen Herausforderer oder eine Herausforderin küren werden. Und wer immer das ist, darf dann gegen Nakana, den bisherigen Quizkönig, antreten. Und vielleicht gewinnt ja auch mal ausnahmsweise jemand anders. Und ja, also es gibt eine Wildcard, also ich muss irgendwie zusätzlich zu dem Publikumshelden noch irgendwie jemand Drittes hier vorbitten als Mitspieler. Da schauen wir dann mal, was wir machen. Und es gibt tolle Preise. Naja, also zumindest bin ich angehalten zu sagen, dass es tolle Preise gibt. Es gibt in der Plenumsrunde Multiple-Choice-Fragen, Wissensfragen und auch Schätzfragen. Ihr werdet euch selber notieren oder ehrlich im Kopf speichern, was eure Antwort war und dann selber Buch führen darüber, wie viele Punkte ihr habt. Und wenn die Plenumsrunde fertig ist, dann frage ich, okay, wer hat wie viele Punkte? Und dann schauen wir mal, wer den Michael herausfordern darf. Michael, du darfst in der Plenumsrunde nicht mitmachen. Ja, nur der Beste oder die Beste kommt in die Finalrunde. So, dann fangen wir auch gleich an mit der Plenumsrunde. Als erstes haben wir eine sehr einfache Einstiegsfrage. Welches dieser Projekte ist kein Top-10-Task? Der Area-Datentyp, Vector-Tiles auf osm.org, Moderation Queue, API für gelashte Elemente oder Flächenrouting? Wer mit dem Begriff gar nichts anfangen kann, die Top-10-Tasks, die werden jährlich von der Engineering Working Group oder regelmäßig von der Engineering Working Group festgelegt. Das sind halt so Sachen, wo man sagt, hey, das wäre echt cool, wenn da mal jemand dran arbeiten würde. Also, überlegt euch kurz, macht euch auf dem Zettel oder mental eine Notiz, was eure Antwort ist. Und jetzt erfahrt ihr 3, 2, 1... Vectortiles auf OpenStreetMap.org. Vectortiles ist zwar ein Buzzword, wie jeder weiß, der hier bei der Konferenz war, aber bei OpenStreetMap hat es zumindest noch nicht den Weg in die Top 10 Tasks geschafft. Die zweite Frage bezieht sich auf Änderungen, die unser Herausforderer Nakana gemacht hat. Welches der häufig verwendeten Railway-Werte hat er noch nicht einmal verwendet, zumindest bis vorgestern, bis Peter diese Folie erstellt hat? Railway gleich derail, Railway gleich phone, Railway gleich raised, Railway gleich tram oder Railway gleich milestone? Welches dieser Railway-Features hat Nakana in diesem Jahr noch nicht gemappt? 3, 2, 1, jeder hat sich entschieden, die Lösung ist Tram. Stimmt es, Michael? Ich habe dieses Jahr tatsächlich keine Straßenbahn mehr. Also gut, das war die richtige Antwort. Also wir haben jetzt zwei Fragen. Die dritte Plenumsfrage. Welche der folgenden Firmen sitzt nicht im Advisory Board der OpenStreetMap Foundation? Das Advisory Board der OpenStreetMap Foundation ist eine Gruppierung, in der alle Local Chapters einen Vertreter entsendet haben, aber auch alle gewerblichen Mitglieder vom Silber-Level aufwärts. Also die Frage könnte auch heißen, welche der folgenden Firmen ist nicht Mitglied der OSMF Silber-Level und aufwärts? Facebook, Esri, Uber, Apple oder Bing? Was gehört nicht dazu? 3,
zwei, eins. Die Lösung ist Uber. Uber ist kein Mitglied der OpenStreetMap Foundation. Die anderen Firmen sind Mitglied. Im Hintergrund seht ihr eine Karte in einer etwas ungewöhnlichen Kartenprojektion, die ein oder anderen vielleicht bekannt vorkommen könnte. Wie heißt diese Kartenprojektion? Ist das die Peters-Projektion, die Robinson, die Azimuthal-Projektion, die gnomonische Kartenprojektion, die Quincunx-Kartenprojektion oder die Mollweide-Projektion? All diese Namen gibt es wirklich. Keiner ist einfach nur erfunden. Aber welche Projektion seht ihr da im Hintergrund? Hat sich jeder was überlegt? Drei, zwei, eins. Und die Lösung ist, das ist die Quincunx-Projektion. Und die hat der Christoph Hormann auf der letzten Foskis vorgestellt in seinem Eröffnungsvortrag. Die nächste Plenumsfrage, vielleicht kennt ihr den Twitter-Account Anonymaps, aber früher hieß er mal Fake Steve C. Wer steckt hinter diesem Account? Welche Person? Das ist nicht Multiple Choice, nein, das ist eine Wissensfrage. Ihr dürft auch aufschreiben, dass es unbekannt ist. Dann aber vielleicht habt ihr ja eine Idee. Drei, zwei, eins. Hättet ihr wohl gerne. Es bleibt weiterhin geheim, wer diesen Account betreibt. Also diejenigen von euch, die aufgeschrieben haben, sie wissen es nicht, die haben recht. Für was wird das Node, ich hätte jetzt gesagt der Node, mit der ID Nummer 1 aktuell verwendet? 1, ein Restaurant in Santa Fe. 2, eine 13,5 Meter hohe Fichte in einem Passauer Garten. Wessen Passauer Garten das wohl? 3, ein Stein in Greenwich. 4, Null Island. Das ist so dieser Punkt bei Latitude 0 und Longitude 0. Oder 5, nichts. Dieser Node wurde inzwischen gelöscht. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Multiple-Choice-Frage. Entscheidet euch. 3, 2, 1. Und die Lösung ist, es ist ein Punkt in Greenwich. Allerdings, all die anderen Punkte sind zu einem bestimmten Zeit in der Vergangenheit auch mal wahr gewesen. Also dieser Node Nummer 1, der ist so ein bisschen so ein Ringelreihen-Node, der ist alles mögliche mal. Was sieht man hier auf diesem Hintergrundbild? Ich hoffe, das kommt einigermaßen schön raus auf dem Beamer. Eine Wanddekoration im türkischen Office von Mapbox. Ein elaborates 3D-Mapping einer italienischen Kirche, eine Gartenanlage oder die Imagination eines Pokémon-Trainers. Ihr wisst sicherlich, dass wir immer wieder Schwierigkeiten mit Pokémon haben in OpenStreetMap, weil Pokémon-Go-Spieler, ja, Pokémon-Go, diese Viecher spawnen halt gerne da, wo in OpenStreetMap Gärten eingezeichnet sind, also dann zeichnen die Leute Parks und Gärten ein und löschen Schulgelände, weil in Schulgeländen gibt es keine Pokémons. Also, Wanddekoration, 3D-Mapping, Gartenanlage oder Pokémon-Attraktion. Die Lösung ist, es ist eine Gartenanlage und es gibt sie wirklich. Und sie ist wirklich, wenn ihr auf openstreetmap.org seht, zu sehen. Zusatzfrage, das ist jetzt eine Wissensfrage, wer weiß, wo ich hinzoomen muss in OpenStreetMap, in welche Stadt, um diese Gartenanlage sehen zu können?
Das könnt ihr auch aufschreiben oder euch merken oder überlegen, ob ihr es wisst. Dafür gibt es auch nochmal einen Punkt. Und die Lösung ist, die Lösung ist Hannover. Das ist in Hannover, ich weiß nicht, wie das Schloss heißt, so eine Schlossanlage in Hannover, die einen sehr schönen Garten hat. So, jetzt kommt schon wieder der wie viele verschiedene Keys, die mit Railway beginnen, hat Nakana in diesem Jahr bereits verwendet? Eine Schätzfrage. Schreibt einfach mal irgendeine Zahl auf und ich würde sagen, wer plus minus 10 dran ist, der kriegt einen Punkt. Oder sollte ich sagen, plus minus 50? Also, ich habe nichts gesagt. Denkt euch eine Zahl. 3, 2, 1. Michael, was schätzt du selber? 14. Das sind aber 108. Nein, es waren Keys, die mit Railway anfangen. Also Railway, Doppelpunkt, irgendwas gleich irgendwas anderes. Ja. So, jetzt müssen wir rausfinden, wer von euch die meisten Punkte hat. Ich habe dummerweise nicht gezählt, wie viele Fragen ich hatte. Aber waren es 10 Fragen, ja? Antwort 8. Ja, aber gut, da ist die Sonderfrage ist nicht mit. Also sind es 9. Man kann maximal 9 Punkte haben. Wer hat 9 Punkte? Niemand. Wer hat 8? Niemand hat 8 Punkte. Ihr könnt euch ruhig trauen. Achso, ich muss dazu sagen, wenn ihr hier gleich vorkommt als Herausforderer, dann seid ihr natürlich auf der Kamera und alles, was ihr dann Peinliches von euch gebt, das kommt dann auch mit ins YouTube und so. Ne? Also, okay, wer hat 7 Punkte? Irgendjemand muss 7 Punkte geschafft haben. Komm. 6. Hat jemand 6 Punkte? Ach je. Der Peter, der sitzt jetzt, hallo Peter, der sitzt jetzt zu Hause und heult und denkt, scheiße, die Fragen waren zu schwer. Also 5. 5 Punkte. Irgendjemand muss 5. Ah! Christopher, war noch jemand zweites mit 5? Ah, es gab mehrere. Können mal kurz alle aufstehen mit 5? 1, 2, 3, 4, 5. Auch ein. Plus minus 10. Okay, passt auf. Dann schmeißen wir jetzt es einfach über den Haufen, was der Peter gesagt hat, dass nur der Beste gewinnt, sondern ich hole euch jetzt alle nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Dann habt ihr vielleicht eine größere Chance. Sollen wir das vielleicht so machen, dass die 5 sich untereinander beraten dürfen, um den... Das würde natürlich heißen, dass in dem Fall wir dann nachher 5 Quizkronen, was, wieso, eben waren es doch noch 5, stehen da nur 4. War nicht noch jemand Fünftes dabei? Okay, gut, auch recht. Ah ja, genau, es waren 4 Leute mit 5 richtigen. Also, dann machen wir das doch jetzt mal so. Die vier dürfen sich untereinander abstimmen. Ihr müsst da natürlich leise sein, damit der Nakana euch nicht hören kann. Also, wir haben hier Nakana, unseren Herausforderer, und wir haben hier eine Gruppe von den 4 besten, bestinformiertesten OpenStreetMappern, die schauen werden, ob sie gemeinsam ihm diese Quizkrone abluchsen können. Schauen wir mal. Also notfalls, wenn die es wirklich schaffen, dann müssen wir halt 4 solche Kronen herstellen. Oder wir machen vielleicht 4 Fotos hintereinander und jeder darf sie einmal aufsetzen oder sowas. Das geht jetzt mal drum, mal hier, also ein bisschen Finalrunde. Also, die erste Frage in der Finalrunde. Wie lauten die Standard-Shortcuts zum Aufspalten und Verbinden von Wegen in den beliebten OpenStreetMap-Editor JOSM? S und M? P und C? Ctrl-S und Ctrl-C oder keines der genannten.
Ich weiß nicht, wie machen wir das am besten? Nee, wir haben leider weder Kreide noch solche Dings. Also, pass auf, ihr müsst, ich habe hier so ein, warte mal. Da schreibt ihr eure Antwort drauf und dann, nur damit nachher keiner, aber ich meine, man könnte das jetzt auch alles kryptografisch signieren und so, dann bräuchte man keine Blocks, aber so. Ihr einigt euch und schreibt eure Antwort drauf. Du schreibst deine Antwort drauf. Hast du eine Antwort? Habt ihr eine Antwort? Dann, was ist eure Antwort? Zwei. Bei dir? Auch die zwei, P und C. Das ist richtig. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Kann mal bitte irgendjemand Buch führen, dass wir im Augenblick also Gleichstand haben? Beide haben einen Punkt. Die zweite Frage, Wiki Proposals. Wie heißt das kürzlich zu diesem Bild akzeptierte Proposal im OpenStreetMap Wiki, in der Tagging-Diskussion? Ich würde sagen, derjenige, der jetzt am nächsten drankommt an den tatsächlichen Namen, das kann ja leicht unterschiedlich sein, der gewinnt. Der Michael hat schon eine Antwort vorgelegt. Habt ihr eine Antwort? Ja, schreib sie auf. Also nominell haben wir noch 3 Minuten, bis wir fertig sein müssen, aber die Abschlussveranstaltung fängt erst um 15.30 Uhr an, drüben im anderen Saal. Insofern können wir ein bisschen überziehen. So, was ist eure Antwort? Pressurized Waterway. Michael? Pressurized Waterways. Die Antwort ist... Hydro Power Water Supplies. Na, hier kommt auch Pressurized vor auf der Abbildung, aber also da können wir in diesem Fall leider keinem von euch einen Punkt geben. Mit wichtigen Spezialfällen. Ich habe mir diese Abbildung nicht so genau angeschaut. Es lohnt sich immer mal ein bisschen im Detail zu verfolgen, was da gemacht wird. Wie viele Local Chapters hat die OpenStreetMap Foundation aktuell? Erstens noch keine. Zwei Stück, drittens 4 Stück oder viertens 6 Stück. Bitte schreibt nicht die Ordnungsnummer der Antwort auf, sondern schreibt einfach auf, was ihr glaubt, wie viele Chapters die OpenStreetMap Foundation hat. Ja, Michael hat schon eine Antwort. Habt ihr auch eine? Ja, dann lasst euch Zeit. Ich will nicht, dass es nachher heißt, nur weil wir zu viel Druck gemacht haben. Gut Ding will Weile haben. Und? Beide haben geschätzt, dass die Antwort 4 richtig ist und die OSMF. Die Antwort Nummer 4 richtig ist und die OSMF 6 Local Chapters hat. Das ist richtig, also kriegen beide einen Punkt. Aber welches war das erste Local Chapter der OpenStreetMap Foundation? Welches Land ist als erstes. Als Local Chapter. Ach komm jetzt.
Lasst euch nicht von ihm unter Druck setzen. Seine Antwort kann genauso gut falsch sein. Habt ihr was? Die Schweiz. Michaels Antwort lautet Island. Und die korrekte Antwort ist... Hey. Die korrekte Antwort ist Island. Nur leider fehlt hier die Folie dazu. Also, die korrekte Antwort ist Island. Michael kriegt einen Punkt. Nächste Frage. Ist es jetzt gerade ein bisschen sehr OSMF-lastig, vielleicht kommt nachher mal noch was anderes. Was ist keine Working Group der OSMF? Die BWG, die CWG, die DWG oder die EWG? Ich hab fast das Gefühl, der Peter hat so ein kleines bisschen die Fragen mit Bias ausgewählt. Also der hätte mal so ein bisschen... Beide haben gesagt, die BWG ist keine Working Group der OSMF und das ist richtig. Gut, mal schauen, ob wir mal noch eine andere. Oh nein, schon wieder so eine. Die wievielte Ausgabe der Wochennotiz wird diese Woche erscheinen? Das ist Peter, du siehst, also du musst die Fragen schon so ein kleines bisschen Nakana-feindlicher nächstes Mal designen, ja? Verteidigung, letztes Jahr habe ich diese Frage, glaube ich, nicht richtig beantworten können. Oh, okay. Dann hat er vielleicht gedacht, verstehe. Also. Habt ihr eine Antwort? Juhu, ihr habt eine Antwort. 400. Ach. Beide 400 und es ist richtig. Also ganz schön krass, ja. Ich meine, 400 Wochennotizen, wie der Name schon sagt, ja, 400 Wochen. Dass es das Projekt überhaupt schon so lange gibt, wundert einen fast. Ne? Weiß jemand oder möchte jemand schätzen, wann die erste Ausgabe der Wochennotiz erschienen ist? Ich schaue mal gerade was hier als Antwort vor. Also als genaues Datum und wer am nächsten dran liegt, gewinnt. Also es ist die vorvorletzte Frage. Es gibt noch zwei danach und dann sind wir durch. Hast du schon ein Datum aufgeschrieben? Aha. Und die Herausforderer, habt ihr was? Wir sind schon am Basteln. Ah, Entschuldigung. Fünfzehnter 10. 2009. Michael, was hast du? 18. Juli 2010. Das ist ja fast ein Jahr Unterschied. Richtig ist der 23. Juli 2010. Schwer zu toppen. Ein Punkt für Michael.
Vorletzte Frage: Wie viele unterschiedliche Keys gibt es aktuell in OpenStreetMap? Also wenn ich irgendwie schreibe, ja, Natural gleich Wood oder Amenity gleich, also das vordere Teil vor dem Gleichheitszeichen. Wie viele unterschiedliche gibt es aktuell? Wobei aktuell ist vor 2 Tagen, als Peter die Folien gemacht hat, inklusive aller Tippfehler. Laut Tech-Info. Das ist wieder eine Schätzfrage und wer am nächsten drankommt, der kriegt einen Punkt. Der Peter hat hier in seinen Scripting-Anmerkungen für mich, hat er geschrieben, Jochen hat sich mehrfach bemüht, die Anzahl an Keys durch Mapper-Aktionen zu verringern. Und, habt ihr ein Ergebnis? Ah. Oh, ah, okay. Michael hat schon 100.000, das ist eine stolze Zahl. Michael hat 68.000 geschätzt. Korrekt sind 69.483. Mensch. Also ich fürchte, ihr könnt Michaels Vorsprung nicht mehr aufholen. Trotzdem machen wir die letzte Frage noch, weil vielleicht gibt es ja wenigstens einen Achtungserfolg. Wie viele Change Sets gab es in OpenStreetMap am Mittwoch, den 21.03.2018 um 22 Uhr Bonner Zeit? Nicht die offen waren, sondern die Gesamtzahl Change Sets in OpenStreetMap, die je gemacht worden sind, die Gesamtsumme. Da muss man natürlich fairerweise dazu sagen, OpenStreetMap gibt es schon länger, als es überhaupt Changesets gibt. Das heißt, als die Changesets damals eingeführt wurden, Changeset ist ja so eine Gruppe von Edits, als die Changesets damals eingeführt wurden, hat man synthetisch, ist man über die alten Daten gegangen und hat die anhand ihres Timestamps gruppiert. Das heißt also, das ist so ein kleines bisschen willkürlich, was diese alten Sachen betrifft, aber genau, ja, die sind alle, diese synthetischen sind mit drin. Ist wieder eine Schätzfrage und der Punkt geht an den oder diejenigen, die am nächsten dran liegen. Aha. Michael hat ein Ergebnis aufgeschrieben. Es ist sehr ungenau. Ja, wir gehen mal von 18 Millionen aus. 18 Millionen, 25 Millionen und richtig ist 57 Millionen. Auch dieser Punkt geht wieder an Michael und keine Ahnung. Was ist das Endergebnis? 8-4. Also, es ist trotzdem ein stolzes Ergebnis und nächstes Mal müssen wir uns noch mehr ausdenken, um den Michael von seinem Thron zu kicken. Ich gratuliere dir trotzdem sehr freundlich zu deinem Sieg. Und der Peter hat mir aufgetragen für den Fall, dass Michael gewinnt. Er hat schon eine Folie vorbereitet.
Für den Fall, dass Michael gewinnt, der Gewinn sei ein zweiwöchiges Praktikum in der Geofabrik. Ja, also ich freue mich, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet alle ein bisschen Spaß. Für Vorschläge, wie wir nächstes Jahr den Michael von seinem Quizkönig-Thron herunterkegeln können, sind... Ja? Der alte Quizkönig muss die Quizfragen nächstes Jahr stellen und darf nicht wieder antreten. Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings, wollt ihr das wirklich? Christoph hat sich gerade bereit erklärt, nächstes Mal die Fragen zu machen.